Hallo und willkommen bei Black Eagle Outdoors. Im heutigen Video haben wir den Schusstest zur Tactical Pistol 50 in der Generation 2 mit 13 Joule. Wir haben jetzt ein V0-Messgerät, werden also die V0 testen und schauen, wie viel Leistung tatsächlich dahinter steckt. Wir werden dann auf ein Tosu großes Ziel schießen, wieder auf das Blechziel. Hier haben wir eine Distanz von 15 und 30 Metern und schauen einfach, wie die Pistole performt. Verschießen werden wir die Polyballs, weil die haben sich in unseren Tests am besten bewährt von der Präzision her. Wir zeigen noch mal kurz, wie die Pistole einsatzbereit gemacht wird. Wir haben hier noch Restdruck drauf. Diesen lassen wir mit einer leichten Drehung an der Kapselschraube ab. Das ist schon mal ein großer Vorteil im Vergleich zur Generation 1. Auch die größere Schraube, also der größere Querdurchmesser, erleichtern das Öffnen sehr. Also die Kartusche wird mit dem Flaschenhals nach außen eingeführt, da sich der Anstechtoren hier befindet, im Quick-Piercing-System. Jetzt ist die Kapselschraube verschraubt, aber dennoch kein Druck drauf. Wir schlagen auf die Kapselschraube und der Indikatorpin wird sichtbar und fühlbar und so weiß man, dass die Pistole einsatzbereit ist. Zum Laden wird der Zubringer nach vorne geschoben und arretiert. Anschließend werden die Kugeln unten eingeführt oder fallen gelassen. Jetzt wieder die Arretierung lösen. Und nun ist die Waffe schussbereit. Wir machen jetzt als erstes den V0-Test und dann geht's zum Schießen auf Distanz. So, den V0-Test haben wir gemacht. Jetzt geht's auf die 15 Meter, auf das Tosu große Ziel. Geschossen wird, wie erwähnt, mit den Polyballs. Wichtig hier immer, Schutzbrille tragen. Gibt's, oder? Cut! So, kurze Unterbrechung. Die Erschütterungen von den Einschlägen haben das Ziel zum Umfallen gebracht. Und jetzt geht's weiter. Cut! Ich werde jetzt den Haltepunkt etwas nach unten setzen, sodass das Ziel hoffentlich nicht mehr umfällt. Was hier auffällt, sind die deutlichen Einschläge. Also eben, ich habe mittig angehalten. Hier sind die Treffer sehr große Krater im Vergleich zu den sonstigen Einschlägen. Ich glaube, hinten kann man das ganz gut erkennen. Also, 15 Meter, gar kein Problem. Jetzt testen wir auf die 30 Meter. Es ist eine frische Kartusche drin, welche wir jetzt angeschlagen haben. Wir nutzen wieder unsere Polyballs. Und schauen, was möglich ist. Testen wir nochmal, ich glaube ein paar sind von mir daneben gegangen.
Ja. Also die erste Serie habe ich verkackt. Bei der zweiten Serie alle solide drauf, was auf 30 Meter kein schlechtes Ergebnis ist. Kann man schon nehmen und wie man hört, ist auch noch ordentlich Leistung im Ziel. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen von der Tactical Pistol 50 in der Generation 2 mit 13 Joule. Lasst uns ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Besucht uns auf der Homepage. Bis bald, alles Gute bei Black Eagle Outdoors.